Wer schon immer mal wissen wollte, wie es in einem Chemiewerk zugeht, der ist hier genau richtig. Das Werk im Maßstab 1:87 befindet sich am Rande des Fantasieortes Kleiningen und wird von der Chemie AG betrieben. Gearbeitet wird im 24-Stunden-Schichtbetrieb, aber erst am Tage erwacht die Anlage zu ihrer vollen Aktivität. Am Werkstor ist morgens schon viel Betrieb. Dabei sorgt der Werkschutz für einen geregelten Ablauf. Das Versandbüro befindet sich direkt neben der Ausfahrt und bietet inklusive Arbeitsplätze. Die Logistik erfolgt über Tankcontainer auf der Straße und natürlich ganz überwiegend auf der Schiene. Was machen nur diese vermummten Gestalten in der Anlage? Keine Sorge, das sind Chemikanten, wie die Facharbeiter in der Chemieproduktion genannt werden, in Schutzanzügen. Die dienen der Arbeitssicherheit beim Umgang mit gesundheitsgefährdenden Substanzen. Hier sitzt wohl ein Ventil fest. Die Kollegen der Instandhaltung nehmen sich der Sache bereits fachmännisch an. Für Verpflegung ist natürlich auch gesorgt. Ist da etwa in der Küche etwas schiefgelaufen? Der gute Fleischspieß kommt ja hoffentlich nicht in die Tonne. Um welches Thema geht es denn hier? Sie hatte keinen so schönen Skiurlaub, kann aber den Kollegen in der Kaffeepause bestimmt viel davon erzählen. Und das mit dem Bein, das wird schon wieder. Wo hast du denn gesteckt? Die Pause ist doch schon lange vorbei. Für die Mess- und Regeltechnik sind die Elektrofachkräfte im Werk zuständig. Über die Leitwarte wird die komplette Anlage gesteuert. Mit dem Fahrrad schafft man es von Kleiningen sehr gut zum Werk. Ein Ausflug in der Mittagspause wird daher gerne genutzt. Jetzt wird Produkt abgefüllt. Da kommt auch schon der Kesselwaggon. Thank you.
das war's. Ab geht die Reise. Im Bahnhof Kleiningen warten schon andere Waggons auf die Weiterfahrt. So macht sich das Produkt nun auf den Weg zum Kunden. Und wieder geht ein Tag zu Ende im Werk Kleiningen. Damit endet der Ausflug ins Schmiedewerk. Ich hoffe, es hat gefallen.